das Grundthema ist jetzt schon, was ist echt, was ist nicht echt, was ist ein Original. Wie teilweise Aussagen von Politikern übernommen worden sind, die man denen gar nicht zugetraut hätte, weil man gemerkt hat, dass das doch besser kommt, wenn man das sagt. Und dass wir aufspüren, was ist eigentlich echt. Das war natürlich schwierig, weil wir, also ich hätte zumindest mit Gabriel gerechnet, weil ich dachte, die verheizen den Schulz nicht. Und dann kam er halt doch. Aber dann haben wir flugs alles dahingehend geändert und sind jetzt wieder up to date. Wenn sie morgen keinen neuen rausschicken, sind wir safe. Ich möchte die da unten nicht sitzen haben gespiegelt und ich möchte sie nicht abgebildet haben. Sie sind ein Phänomen, aber das der Blecken ist ja irgendwie immer etwas Freundliches. Also guck, ich zeig dir, wie du bist, ändere dich bitte. Und ich glaube, dass man diese Ehre diesen Leuten nicht zuteilhaben lassen sollte. Ich bin ja generell eher der Einstellung, dass man alles mit Humor verbinden muss, auch gerade ernste Themen. Und was der Flüchtling genau, was den charakterisiert, ist ja die Frage, was es dann vielleicht in Humor bringt. Eine Hotellobby. Eine Hotellobby ist es dieses Mal. Das Hotel zur schönen Aussicht. Das heißt der Shining dieses Jahr. Oh. Aber mit SCH. SCHEI. Shining. Und das ist also jetzt mal ganz modern. Das hat eine Geschichte, dieses Hotel. Da sind schon ein paar Sachen, die nicht normal sind. Kommt jetzt der Jack Nicholson? Der wollte Jack Nicholson ist eingeladen, wir wissen nur nicht, ob er gibt.